Dann müssen wir das jetzt abbauen können eigentlich. Yeah. Sieht cool aus. Und funktioniert. Nice. Aua. Das ist nicht gut. Ich steck fest. Hallo und herzlich willkommen zu PixArk. Erstmal einen ganz lieben Dank an alle von euch, die mich über Merch-Käufe unterstützt haben. Freut mich wirklich, dass der Merch so gut bei euch ankommt. Die Shop-Seite funktioniert wieder nach Plan, das heißt, ihr könnt euch ein Design auswählen und das auf den Pullover, das T-Shirt, das Mauspad oder die Tasse eurer Wahl drucken lassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut mal rein, es lohnt sich. Okidoki, und ich will nicht zu lange reden. Wir stehen hier nämlich in einem neuen Biom, ich kenne mich hier noch nicht wirklich aus. Und das ist irgendwas Magisches. Hier laufen ziemlich seltsame Viecher rum. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen sehen. Ich sehe jetzt gerade gar keinen. Und eigentlich ist es auch besser so, ehrlich gesagt. Ich glaube, da vorne ist was. Was ist das da? Oh ja. Da ist so ein Spektralwolf. Die sind so durchsichtig. Und ich weiß nicht, wie gefährlich die sind. Oh, was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Zombie. Ja, das ist ein Zombie. Level 27. Okay, Zombies habe ich schon getroffen. Die gibt es, glaube ich, überall. Die gab es auch bei uns in der Nähe. Was sind das für Pflanzen? Kann man die sammeln? Jawohl, Magic Berry. Okay. Können wir damit irgendwelche Tiere zähmen? Sammeln wir einfach mal ein paar auf. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Magic Berry. Und das hier? Magic Fiber. Das haben wir doch gesucht. Für irgendwas haben wir das gebraucht. Ich glaube, für den Zauberstab, ne? Das nehmen wir mal mit. Okay. Sehr schön. Neue Ressourcen gefunden. Und direkt hier nebenan ist noch ein Biom. Das seht ihr da vorne. Das ist so ein bisschen bläulich. Das hier ist ziemlich dunkel und das sind alles so verfluchte Grasblöcke. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, in welchem Biom wir hier sind. Dark Forest Tree. Also ich denke mal, das ist der dunkle Wald. Das dunkle Waldbiom, genau, Dark Forest, wird hier links oben auch angezeigt. Das sind diese dunklen Flecken auf der Map. Und ein Stück weiter in die Richtung, da kommt dann dieser magische Wald, ne? Magic Forest. Mal gucken, was es da zu holen gibt. Aber jetzt nehmen wir erstmal ein paar Ressourcen mit, hätte ich gesagt. Das gibt Dark Wood. Okay. Und das gibt gar nichts. Doch, ein bisschen Dark Wood, aber nicht viel. Also das bringt nicht so viel. Da kommt echt wenig raus, oder? Eins? Das ist aber nicht viel. Ich glaube, der Zombie hat uns noch nicht gesehen. Nehmen wir wieder mit. Okay. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das ist schon mal besser als nichts auf jeden Fall. So. Da kommt echt wenige raus immer. Gut. Wir machen jetzt mal den Zombie weg, oder? Gucken, ob wir den schaffen. Da ist er. Bam! Magic Core. Super gut. Und Leder. Nice. Das ist aber echt gut. Das hat alles Pterana an Bord hier. Primary Magic Core. Die haben wir auch gebraucht für den Zauberstab, ne? Wand. Irgendwo konnten wir den herstellen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich dachte eigentlich im Inventar, ne? Wand? Wood Wand. Genau, das ist das Ding. Sieht aus wie eine Fackel so in etwa. Magic Wood, Mage Weave Bark und Primary Magic Core. Okay, wir brauchen die Rinde und das Holz. Aber das Holz haben wir, glaube ich, ne? Nee, das ist was anderes. Wir haben Dark Wood. Mysteriös. Das wollen wir heute rausfinden. Ich würde ganz gerne den Zauberstab heute bauen. Deswegen sind wir hier. Oh, was ist das? Ich weiß aber, dass es hier ziemlich gefährlich ist. Ich habe schon so ein paar Tiere getroffen, die waren mir nicht besonders freundlich gesinnt. Gucken wir mal hier rum, was hier so abgeht. Ein Schleim. Oh, die kann man zähmen. Voll gut. Vielleicht mit so Beeren? Magic Berries? Nee, das wollen die nicht. Die wollen irgendwas anderes. Okay. Was passiert denn, wenn wir die killen? Haben die irgendwas für uns dabei? Da gibt es ja scheinbar ziemlich viele von. Magic Core. Schlechtes Fleisch und ein bisschen Leder.
Oh, besser als nix, ne? Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir die Magic Cores herbekommen. Magic Fiber? Genauso wie im Darkwood-Biom. Magic Berries? Und dann werden die Bäume wahrscheinlich auch wieder so Magic... Ah, nee. Darkwood haben die ja gegeben. Magic Wood. Mage Reef Bark. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay, dann ist das hier das eigentliche Magie-Biom. Hier kriegen wir die ganzen Magie-Ressourcen. Dann können wir uns den jetzt craften, oder? Wenn wir genug davon haben. Und... Genau, wir haben jetzt alles. Und noch nicht genug. Okidoki. Dann gehen wir noch ein paar Bäume abhacken. Ich gucke nur immer ganz genau nach, weil da ist so ein Viech. Genau, da ist sowas. Da können wir uns das mal angucken. Die haben eine riesen Aggro-Range. Habt ihr uns schon gesehen? Nee. Also, normalerweise haben die eine riesen Aggro-Range. Was ist das denn? Ein Werwolf? Ein Werwolf! Oh, der ist stark. Es gibt eine Neuerung. Ich glaube, das ist eine Neuerung. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Die haben jetzt so Köpfe. Also hinter dem Namen Shadow Leopard steht Strength. Und da sind so 5 Köpfe im Moment. Und der Werwolf hat, glaube ich, sogar 6, ne? 7. Oh. Der ist ultra gefährlich. Wenn man da näher rangeht an die Tiere, dann sieht man das auch. Aber ich gehe jetzt nicht näher an eins von den Tieren hier ran. Die sind nämlich ziemlich uncool. Okay. Die kann man auch zähmen. Ich glaube, im Moment wollen wir nichts von denen. Ich will nicht gefressen werden. Geh mal irgendwo hier drüben hin, wo es vielleicht ein bisschen sicherer ist. Und da ist nur so ein Schleim. Wow, wow, wow. Was ist das? Ich glaube, hier ist es nicht sicher. Die schießt. Die schießt auf uns. Das ist nicht cool. Was ist das? Können wir das rausfinden? Elemental Tree. Ich glaube, Trapper. Die ist nicht allzu stark, aber sie ist trotzdem gefährlich. Kann man nicht zähmen. Und... weiß nicht, was die macht. Wir müssen irgendwann mal mit irgendwas Starkem wiederkommen und das dann alles platt machen hier. Mal gucken, was die so an Ressourcen droppen. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Aber mit dem Petri... Bin ich da jetzt so ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Oh, Leoparden. Ein Treant. Voll gut. Da ist wieder so ein Riesenloch. Können wir hier irgendwo so ein paar Bäume abfarmen, ohne dass wir gefressen werden? Das ist die große Frage. Da sind noch Leoparden. Vielleicht hier auf dem Berg? Okay, da gibt es auch wieder irgendwelche Ressourcen. Ich habe uns jetzt mal diesen Bohrer hergestellt. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Der ist total cool. Mit dem kann man so riesen Haufen von Blöcken hier raushauen. Ach so, falsch. So. Geht nicht. Da brauchen wir den Zauberstab wahrscheinlich. Ein bisschen Wood mit. Mage Reef Bark. So Rinde. Okay. Was ist das? Topaz. Okay, das sind so Edelsteine. Ein paar Bäume. Oh. Nicht zu weit von unserem Petri weg. Aber wir brauchen das Holz. Oh, oh. Okay. Gleich wieder hoch. Bevor irgendwas kommt. Eieiei. Das ist wie Minecraft. Gut. Check. Wand. Ich glaube, wir können ihn herstellen. Nee, das war die Fackel. Wir brauchen die Magic Cores noch. Die hast du. Bam. Und Torch. Woodstick. Wand. Okay. To go. Her damit. Magic Wand. Den ziehen wir hier runter. Dann müssen wir das jetzt abbauen können eigentlich. Yeah. Sieht cool aus. Und funktioniert. Nice. Aua. Das ist nicht gut. Ich steck fest. Ich bin tot. Nein. Oh je. Firefly ist down. Wir spawnen im Bett. Gut, dann müssen wir erstmal den anderen Petri holen. Wir haben jetzt einen Zauberstab. Den müssen wir jetzt erstmal wieder organisieren. Ne, nee, wir haben ihn sogar dabei, genau. Also alles, was in der Hotbar ist, das behalten wir auch. Eieiei, war ja klar. Der hat mich gleich da in die Ecke gedrängt und ich konnte nichts mehr machen.
Jetzt müssen wir ein Stück fliegen. Das war in der Richtung. Okay, wir sehen ja unseren Grabstein auf der Map. Super gut. Und da müssen wir jetzt hin. Dann retten wir Serana. Der geht's ja noch gut. Dann brauchen wir noch eine neue Firefly. Und dann werde ich noch ein paar Ressourcen mitnehmen, damit wir uns hier... Wir können natürlich auch noch einen Leoparden zähmen, ne? Damit wir hier so ein paar Ressourcen vorrätig haben, falls wir die brauchen. Das ist nämlich ganz schön weit weg. Und es ist mordsgefährlich, wie ihr gesehen habt. Okay. Wir könnten uns ja die Armbrust herstellen. Die habe ich schon mal gelernt. Crossbow kostet Copper, Ingots und Leder. Die stellen wir uns jetzt her. Dieser Drill kostet übrigens 24 Copper Ingots, oder? Ne, 15 kostet der. Ja, 15 und 10 Holz. Macht Sinn. Die nehmen wir statt dem Bogen mit. Und... Achso, wir haben ja nichts dabei, das ist schlecht. Den Bogen lassen wir einfach direkt hier in unserer Ausrüstungskiste. Das ist eine von denen hier. So. Wunderschön. Okay. Dann begeben wir uns auf die lange Reise. Ich denke, wir versuchen mal so einen Leoparden zu zähmen. Die sehen ziemlich cool aus und der hat mich auch ziemlich schnell umgeklopft. Also, die sind bestimmt nicht verkehrt. Und im Gegensatz zu Ark können wir hier auch die Map rausnehmen, während wir fliegen. Das ist ganz praktisch. Und dann werde ich jetzt mal gucken, dass wir Pterana retten und den Leoparden in irgendeine Grube werfen oder so. Und da bin ich wieder. Momentan sogar am Leben. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Also die Gegend ist ein bisschen gefährlich für den Petri. Wir haben Pterana verloren. Die wurde von dem Leoparden gefressen. Steht im Log und die ist einfach verschwunden. Also ich habe nichts gefunden. Die hatte den blauen Sattel dabei. Der ist scheinbar mit despawned. Also keine Ahnung, was da gelaufen ist. Das Log, das taucht immer erst auf, wenn man das einmal aufruft und dann ein paar Minuten wartet. Dann irgendwann taucht das auf. Das erste Mal, wenn man schaut, ist das Log immer leer. Da müsst ihr dann einfach ein paar Minuten später nochmal reingucken. Dann funktioniert das. Okay, also ich bin jetzt mit Flappy hier. Pterana haben wir auch schon wieder verloren. Super traurig. Vor allem wegen dem Sattel, weil den Sattel werden wir so schnell nicht wiederfinden, denke ich mal. Andererseits ist das auch ziemlich egal, weil ob wir jetzt irgendwie 8 oder 9 Rüstungen haben, ist, glaube ich, vollkommen wurscht. Macht keinen Unterschied. Ich habe aber rausgefunden, wie man diese Slimes zähmt. Die möchten Cooked Meat. Bam! Der frisst, glaube ich, 3 Stück, ne? Seht ihr diesen Totenschädel über diesem Slime-Schriftzug? Also über den Tieren wird jetzt immer angezeigt, wie stark die sind, wenn man da in der Nähe steht. Und oben seht ihr die Pflanze, das ist so eine Trapta, die hat 4 Köpfe. Und die muss nur einmal schießen, dann ist Flappy schon fast tot. Also ich wäre einmal fast gestorben, weil die mich in der Luft erwischt hat. Die hat mich einmal abgeschossen. Und die sind auch so ein bisschen zielsuchend, also die hat mich echt gut getroffen. Da muss man super vorsichtig sein. Komm schon, friss, bevor hier irgend so ein Leopard auftaucht. Ich will hier nicht so lange rumlaufen. Das ist ultra gefährlich hier. Bam! Können wir dich mitnehmen? Oh, Pickup! Ich glaube, haben wir dich jetzt auf dem Kopf? Ja! Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir so einen Schleim. Ich denke, den bringen wir erstmal nach Hause. Nicht, dass wir den auch noch wieder verlieren. Ich habe mal versucht, so einen Leoparden zu zähmen. Das geht aber wohl nur mit Magic Arrows. Da unten ist er. Da ist die Box. Ich habe da so eine Box in diesen... Waterstein oder was das ist. Mal kurz gucken, wie der heißt. Habe ich so eine Box reingeschlagen und den Leoparden reingelockt. Das sind 45, also es wird sich lohnen. Wir brauchen für die aber Magic Arrows und Magic Arrows, die können wir schon craften. Magic Sleepy Arrow, die kosten Magic Berries, Magic Bark und Wind Magic Stone. Das habe ich noch nicht gefunden. Das hier ist Water Magic Stone. Das können wir abbauen. Das dauert einen Moment immer. Jetzt haben wir einen Water Magic Stone. Da habe ich schon so ein paar mitgenommen. Ich denke, das reicht für den Anfang. Und das ist scheinbar alles Water Magic Stone hier. Ich weiß nicht, wo es Wind gibt. Vielleicht einfach in einer anderen Gegend. Vielleicht spawnt hier in der Gegend jetzt gerade nur Water Stone. Fragt mich nicht. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Stein im Darkwood. Könnte auch sein. Ach ja, da ist noch so ein Sensenviech unterwegs. Das gibt's auch noch. Fast hätte ich es vergessen. Da hinten fliegt es. Ich glaube, dass das zu dem Darkwood gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kommt es auch aus diesem Magic-Gebiet. Soul Reaper. 6 Köpfe.
Also zum Vergleich, das Sako hat auch 6 Totenköpfe. Also unser Sako ist schon ziemlich stark. Okay, ich denke, wir treten den Rückzug an. Das ist mir viel zu gefährlich hier. Okay, da ist noch was anderes, ne? Da ist aber auch wieder ein Leopard. Ich glaube nicht, dass wir hier landen können. Nee, das ist eine Pflanze. Nee. Die schießt schon wieder. Wir hauen erstmal ab. Wir brauchen irgendwas Stärkeres, um hierher zu kommen. Die Petris, die sterben wie die Fliegen. Okay. Das sind also so die magischen Ressourcen. Fliegen wir in die richtige Richtung? Sieht gut aus. Wir wollen in die Richtung. Okay. Langsam finde ich mich hier halbwegs zurecht. Die Map ist wirklich super praktisch. Ist eigentlich mega easy, sich zurechtzufinden. Und hier ist wieder die Wüste mit der riesigen Schlucht. Okay. Wir haben jetzt einen Zauberstab. Das heißt, wir können die Ressourcen aus dem Boden klopfen, die wir da so gefunden haben. Oh, ein Enki. Level 36. Wollen wir einen Enki mitnehmen? Das wäre super imbar. Enki. Magic Berries? Mejo Berries. Die magst du bestimmt lieber. Magst du? Oh, ein Skorpion. 40. Ich bin noch nicht Level 40. Okay, das hat sich erledigt. Enkis sind wohl irgendwie High Level. Okidoki. Da ist wieder so eine Ruine. Die sehen auch mega einladend aus. Da würde ich am liebsten reingucken. Aber da sind so Gem-Spiders und die haben 6 Totenköpfe. Also die sind wohl ziemlich gefährlich. Und die Käfer, die sind auch mega stark. Okay. Was ist denn das für eine Pflanze hier eigentlich? Das ist ein Kaktus. Okay. Da haben wir, glaube ich, schon genug von. Gut. Was wir noch machen könnten, ist einen Dödi zähmen. Wahrscheinlich sollten wir erstmal wieder einen Petri zähmen, dass ich gescheit fliegen kann, ne? Den haben wir ja jetzt auch wieder verloren. Das ist, glaube ich, Quarz. Auch gut. Aber dauert noch ziemlich lange zum Abbauen. Also wir brauchen dringend eine Iron Pickaxe. Das wäre so das nächste wichtige Ding. Nachdem wir jetzt den Bohrer schon haben. Ich denke, ich organisiere uns mal wieder einen Petri. Dass wir ja so einen halbwegs starken Petri haben. Irgendwas mit Level 50 oder so, wenigstens. Weil der hier hat, glaube ich, ein bisschen wenig Ausdauer, Flappy. Die Ausdauer ist eigentlich das große Problem. Viel mehr Hitpoints haben die dann alle nicht. Okidoki. Dann melde ich mich mal zurück, wenn ich den habe. Dann zählen wir, glaube ich, noch einen Dodi oder so. Mal sehen, was der Tag so bringt. Ah ja, ein Raptoren scheinbar. Ein Raptor bringt der Tag. Schnapsi futtert hier die ganze Zeit Raptoren weg. Die scheinen auch immer noch bei uns zu spawnen, ne? Also der ist definitiv bei uns gespawnt. Der ist, glaube ich, da so ein Stück über dem Boden gerade gespawnt, ne? Den haben wir ja gerade gesehen. Während der gespawnt ist praktisch. Da ist ein Oviraptor und ein Dillo. Also wir haben immer noch das Spawn-Problem. Möglicherweise muss ich... Ja, wir müssten uns eine Dino-Halle oder sowas bauen. Irgendwas, wo die sicher sind. Weil hier draußen verlieren wir die wieder. Dann brauche ich gar nicht groß zu zähmen. Das lohnt sich nicht. Oh je. Na gut. Also für den Bohrer braucht man Kohle, um den zu betreiben. Den können wir ja nochmal kurz testen hier irgendwo. Hier rein. Achso, wir haben wieder keine Firefly. Das heißt, ich sehe nichts. Eieiei. Ich sehe gerade irgendwo eine Firefly. Das ist schon ziemlich brutal am Anfang. Also, ich bin so ein bisschen am Kämpfen. Da ist noch eine Firefly. Nehmen wir die schnell mit. Und Dinos sind hier wirklich Wegwerfware. Single Use und so. Oh, mit. Ach so, können wir nicht. Wir haben ja den Schleim auf dem Kopf. Okay, dieser Follow. Ich verliere die Dinos hier wirklich wie Sand am Meer. Aber ihr seid ja meistens dabei, wenn ich wieder welche verliere. Okay, werfen wir die mal hier runter. Den Schleim. Und was kannst du denn eigentlich? Ich weiß nicht, was die können. Die sehen ziemlich cool aus. Aggressive. Convert to Picks Block. Pick up. Ich denke, wir setzen ihn einfach mal in die Hütte und wir finden bestimmt noch raus, was wir mit dem machen können. Sattel? Was? Slime? Gibt's irgendwas für ein Schleim? Petroleum Slime Incubator. Okay, Level 57. Also irgendwas kann man mit denen machen. Ich glaube nicht, dass es einen Sattel für den gibt. Der hat zwar einen Sattelslot, aber man kann die auf jeden Fall nicht herstellen, wie es aussieht. Die schmeißen wir mal da rein. Da bist du sicher.
Level 15er Schleim. Und wo ist denn unsere Mücke? Hallo? Mücke? Die war doch eben noch hier. Das ist ein Level 14er Petri. Okay. Ich suche mal unsere Mücke oder zähme einfach eine neue. Weiß nicht, wo die hin ist. So, da bin ich wieder. Da drüben liegt unser Petri. Der hat schon wieder so Sternchen über dem Kopf. Der schläft gemütlich. Ist, glaube ich, so ein Level 50 oder so. Bei dem gucken wir gleich wieder vorbei. Und ich denke, wir unternehmen heute nichts Großes, Gefährliches mehr. Wir sind schon wieder ziemlich lange unterwegs. Ich zeige euch einfach nochmal das, was ich im Moment so am Laufen habe. Ich habe so eine Kantine hergestellt. Die haben wir auf der 8. Und daraus können wir jetzt zweimal trinken. Das ist schon mal besser als die Water Skin. Da verlieren wir nämlich auch kein Wasser. Das ist ziemlich praktisch. Ich glaube, das Ding heißt irgendwie so Kupferkettel, genau. Kupferkessel. Und hier steht jetzt dieses Bohrgerät, dieser Ohr-Detector. Den haben wir, glaube ich, zusammen hingestellt, ne? Wir hatten aber keine Kohle oder zu wenig oder so. Und jetzt haben wir Kohle. Das heißt, wir können die mal da reinpacken. Und dann brauchen wir noch ein Erz, um das zu suchen. Ich habe schon probiert, ob das mit Kohle geht und das funktioniert nicht. Also man kann nicht mit Kohle Kohle suchen, das ist ein bisschen traurig eigentlich, weil Kohle wäre schon wichtig jetzt für uns. Nehmen wir mal sowas mit hier, so ein bisschen Kupfer, zwei Stück reicht und werfen das da rein. Das ist praktisch unsere Probe und die wird dann gesucht. Jetzt sucht er dann nach Kupfer, wenn wir das da reinpacken. Hier ist Kupferohr. Kommt da rein. Start Detecting Ore. Das läuft jetzt für 20 Sekunden oder so. Und dann brauchst du wieder ein Kohle. Also das braucht sehr viele Ressourcen. Und ich weiß nicht genau, was das macht. Also ich sehe jetzt nur diesen blauen, ja, dieses blaue Quadrat hier. Das ist irgendwie, wie groß ist das? Weiß nicht. 5? 5 oder 6? 5 mal 5, ne? Und in dem Bereich sucht es dann wohl, oder was? Fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Das bohrt da jetzt rum. Und es passiert eigentlich nichts, außer dass die Kohle langsam aufgebraucht wird. Wir können es ja mal kurz laufen lassen und gucken, was dann passiert. Was ist mit dem Petri los? Schläfst du gut? Joa, sieht gut aus. Du kriegst noch eine Potion. So. Dann sollte der weiter schlafen und essen. Und wir beobachten einfach mal, was da so passiert. Also entweder bohrt das was aus dem Boden raus oder das Ding bringt uns überhaupt nichts. Also wenn man da runter guckt, sehen wir jetzt auch nicht irgendwie ein Symbol oder so. Vielleicht ist da auch einfach kein Kupfer drunter, ne? Kann natürlich auch sein. Aber ist eher unwahrscheinlich, weil das sind 100 Blöcke nach unten und es gibt ziemlich viel Kupfer. Da ist so eine Blume. Die sind auch stark. 4 Totenköpfe. Voll gefährlich. Na gut, lassen wir das mal im Moment laufen. Wir brauchen halt die Kohle, ne? Ich habe noch nicht viel Kohle gefunden. Das hier ist ja unsere Mine. Und da bin ich jetzt mit dem Bohrer so ein bisschen am Arbeiten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber der Bohrer kostet auch Kohle. Bäm! Das war doch cool. Haben wir wirklich nur 2 Kupfererz bekommen jetzt? 12, okay. Das war irgendwie... Entweder habe ich falsch gelesen oder das war ein Anzeigefehler. Wir haben alles bekommen auf jeden Fall. Ist nichts verloren gegangen. Und ihr seht ja, wie viel das Ressourcen braucht. Das ist schon ein bisschen was. So. Gerade bei den Ressourcen hier macht es wahrscheinlich Sinn, das eher so mit der Hacke rauszuholen, weil das sonst echt teuer ist. Ich habe das noch nicht ganz raus, wie das funktioniert. Ihr seht, das hat er jetzt irgendwie einen riesen Hohlraum gemacht. Das funktioniert ein bisschen komisch. Aber das sieht so aus, als würde das irgendwie so 2 Reihen vor einem und ja, so 4 oder so. 4 Blöcke. Wenn ich genau in die Mitte bohre, dann sind es, glaube ich, ungefähr 4. Ne? Ja. Sowas in dem Dreh. Aber das variiert irgendwie so ein bisschen. Also ich habe es noch nicht so ganz raus, wie genau der Bohrer bohrt. Aber er bohrt ziemlich gut. Wenn man genug Kohle hat. Okay, was macht das Ding? Steht es still? Was? Das hat 30 Kohle oder so verbrannt? Im Ernst? Wow. Nicht schlecht. Also das Ding braucht unendlich viel Ressourcen und scheint jetzt nicht so wirklich viel zu machen. Ich denke, dass wir das nicht wieder verwenden. Vielleicht wisst ihr, wie das funktioniert. Ich habe jetzt so ein bisschen rumprobiert immer mal wieder.
und ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. So, Petri. Ich will auf jeden Fall noch einen Petri heute, dass wir wenigstens wieder beim Status Quo sind. Da, wo wir waren, als wir angefangen haben. Na gut, wir haben jede Menge Ressourcen gesammelt. Wir haben schon so ein bisschen was geschafft. Wir haben jetzt so einen coolen Schleim. Und es sieht so aus, als hätten die noch irgendeinen Nutzen später. Kann man jetzt im Moment auch nicht so wirklich sagen, was das sein wird. Aber klang irgendwie, als würde das möglicherweise, würden die Sprit erzeugen? Das könnte sein. Die sehen so witzig aus. Also, möglicherweise erzeugen die später Sprit für uns, wenn wir dann Level 50 oder so sind. Das Leveln ist unglaublich zäh. Es passiert eigentlich überhaupt nichts. Am besten killt man wahrscheinlich Dinos oder so. Oder macht die Quests. Aber wir kriegen kaum XP dazu. Da kann man machen, was man will. Das ist echt crazy. Okidoki. Noch irgendwas zum Herstellen? Ich denke im Moment nicht. Wir haben so ziemlich alles wieder hergestellt, was wir so können. Es gibt wieder so ein paar kleine Sachen, glaube ich, noch, die wir jetzt wieder gelernt haben. Wir könnten mal angeln gehen. Da gibt es die Fishing Rod. Also es gibt schon viel auszuprobieren. Die Fellsachen gibt's. Zoll Privileges. Alles nicht so wirklich spannend. Was wir unbedingt brauchen, ist die Pick. Die Iron Pickaxe. Und die gibt's erst mit Level 40. Das ist halt ewig noch hin. Also da haben wir noch ganz gut was zu tun. Na gut. Dann werde ich jetzt noch den Petri auszähmen. Dann werde ich wahrscheinlich ganz viel minern gehen. Wir brauchen irgendeine Lösung für unsere Dinos. Vielleicht baue ich dann so eine Dino-Hütte. Mal sehen, was ich alles schaff. Und ja, dass wir hier so langsam ein bisschen vorankommen, ne? Das ist echt nicht einfach. Also, es tut sich auch unglaublich viel im Spiel. Also, es ist echt interessant. Jedes Mal, wenn man einloggt, gibt es wieder neue Sachen. Das ist echt cool. Mal hier ins Licht so ein bisschen. Dann nehmen wir den Schleim. Ich denke, damit müssen wir für heute wieder Schluss machen. Der dreht irgendwie so die Augen im Kreis. Wir haben jede Menge magische Ressourcen gesammelt. Die habe ich oben alle in die Kiste gepackt. Wir haben jetzt also ein bisschen was liegen. Wahrscheinlich nicht genug für den nächsten Zauberstab, aber zumindest mal so die Anfänge. Und wir wissen, wo es diese einzelnen Ressourcen zu holen gibt. Und wir wissen, wo es Shadow-Leopards und spektrale Wölfe gibt. Dafür brauchen wir dann die Magic Arrows. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal ins Magiebiom zurück, um dieses Magic Wind Crystal oder so ähnlich zu holen, das wir für die Pfeile brauchen. Dann stellen wir uns jede Menge Sleepy Arrows her und holen uns die Tierchens. So der Plan. Vorher bräuchten wir vielleicht noch irgendwas Fliegendes, was stärker ist als ein Petri, dass wir uns da so ein bisschen wehren können. Oder wir nehmen einfach Schnappi mit, ne? Da brauchen wir natürlich noch den Sattel, dass wir Schnappi auch reiten können, sonst funktioniert das nicht. Also so viel Pläne. Für heute lassen wir es aber erstmal gut sein. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Schleim und Neiches out. Bis dann. Tschüss.